was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Kann ich aufhören damit? Das ist eine Beleidigung für alle Menschen, die wirklich Sprachprobleme haben. Sagte er mit Fisch und Fleisch? Nein, ich sollte... Was steht hier auf dem Zettel? Moment. Wo steht sie nur Mutter, die Kuppel? Die Kuppel. Das ja, musste gut. Ich irgendwie auf so dämlich wie möglich aussprechen. Wenn du dir halt vorhin eine Socke in den Mund steckst. Ja, so, Kinder. Ich weiß nicht. Sollen wir nicht noch ein Stück näher ran? Ja, ich habe jetzt nur mal hier ganz kurz quasi Pause für die Zuseher gedrückt, weil wir jetzt irgendwie innerhalb von einer Minute schon da waren. Konnte ja auch niemand erahnen, dass wir es mal irgendwie hinbekommen, an Ziel schneller als 20 Folgen zu sein. Das ist halt auch für uns jetzt ungewohnt. Streck-LP nennt man uns ja auch. Andere haben den Content in 3 Folgen abgearbeitet. Ihr macht ganzes Let's Play draus. Wo ist denn der Eingang gewesen? Tauchen mussten wir da, oder? Nee, guck mal, das sind so Pfeile. Ich glaube, wir müssen da so rum. Aber, ja, es gab irgendwo eine Rampe. Ja, nee, wir mussten erst durch den Keller. Ja, schon, aber da war irgendwo trotzdem so eine kleine... Ja, da vorne, so eine Luke oder sowas war. So eine leichte Rampe. Und ab durch die Luke. Und sein Hosengemächt schlapperte. El Pellegrino Skywalker. El Pellegrino Skywalker. Guck mal hier, ich habe sowas gebaut. Weil es so fancy aussieht, mit Ventilator und allem. Was ist denn das? Ach, so eine Suppe. Ah, nee, ja, der Entsafter. So ein Entsafter halt, da kannst du alles reinschleudern. Juicy Banana kannst du da machen. Kannst, Dr. Juice heißt der. Dr. Juicer. Der Dr. Juicer. Der Overjuice 2000. Der Juso. So, Kinder, jetzt sind wir gleich da. Dann gehen wir rein. Dann machen wir alles. Es war aber auch ein Riesending, du, ne? Also es war schon sehr wurstig, was da abging. Ja, hier musstest du doch auch so viel hin und her und über die Decke und dann irgendwie die Häuser. Die Münzen. Eigentlich denken alle nur, Alter, bleibt doch einfach auf eurem Boot und macht ein Lama-Bordell. Das ist eigentlich so die Kernaussage der Community. Aber wir wollen erst, weil jetzt danach kommt ja dann der neue Stuff, ne? Da war Ende. Das ist alles noch old. Ja. Ja, da war Ende dann. Das war noch alt. Aber gut, dann gehen wir rein, oder? Oh, warte mal, ich habe hier noch so viel ungegrilltes Fleisch in der Tasche. Ich hab erstmal hier noch ein paar Mananas in mich reingeschoben und ein paar Mangos. Ein paar Mangals. Nehmen wir mal hier so ein bisschen Fischo mit, das packe ich mal wieder rein. Und wir können das Spiel ja gar nicht mehr durchspielen, haben die Leute auch schon richtig erkannt, denn wir haben auf dieser Bäreninsel vergessen, das Werkzeug in die Halterung zu machen und die Glühbirne einzusetzen. Also für uns eigentlich gar nicht mehr möglich, das Spiel durchzuspielen. Wieso? Ah, oh, haben wir wirklich? Wir haben keine Glühbirne eingesetzt. Nee, haben wir wirklich nicht. Da sind Leute... Was kriegt man denn da? Ein Schlüssel für unendlich alles und Spielende. Ach so, okay. Ich weiß es nicht. Aber die Leute haben gemeint, ja, kann ich nicht mehr gucken, das Let's Play. Habe ich wütende Drohbriefe bekommen. Wo bist denn du hin? Reingegangen. Oh. Du wärst schon vor mir. Nee. Habe ich wütende Drohbriefe bekommen mit aber... Ja da, ja da. Oh, hier gibt es wieder diese Ratten, aber die sind hier ein bisschen weiterentwickelt. Die haben mehr Fell, hier, die haben mehr Flausch. Oh, du hast aber auch so einen Bürgermeisterbart bekommen jetzt, ne? Durch den bin bürgermeisterhafter geworden dadurch. Bürgermeisterbartfratz. Du bist ja immer noch irgendwie so ein Surflehrer. Sind die größer geworden, die Ratten? Ratalek? Ratuschka. Butschka. Ach so, Ratuschka an Lippe. Onkel Ratuschka hat sich verletzt. Onkel Ratuschka hat kleine Lippenbart. Onkel Ratuschka hat Kralle. Ja, toll, wo gehen wir denn jetzt lang? Cafeteria Kralle erstmal, und der Kinn. Einfach mal durch. Boah, Alter, die Bossratte, ey. Das ist richtig diesig hier, ne? Ja, die hat sich hier ganz schön gelabt. In der Choketeria. Choketeria. Das klingt wie so eine indigene... Hier liegt ein Zettel. Captain Tully ordered us to push the engines to their limits. We're trying to outrun a fleet of rafts or something. It's going to overheat the reactor. I sent a message up the tower. Tully doesn't care. I hope you're faring better, Hunter. Much better. Wow. Was
Hast du bei dir hier auch noch mehr Ratten? Oh, mein Speer ist fast down. Ich hab auch gerade gegen Ratalek gekämpft. Ist ganz schön strong, die Viecher, ne? Ja, die halten schon so den einen oder anderen Stich aus. Da musst du aufpassen. Die guck mal, da drüben, das brauchen wir so ein Elektroteil. Das geht doch bestimmt dann irgendwo hier lang. Ach, gab's da nicht dieses Containerschieberätsel noch? Ja, ja, stimmt, genau. Muss ich auch gerade dran denken. Watership down, Ratten. Hier ist was. Teil eines Generators. Ja, genau. Ich kann schon die Kommentare sehen. Wann ihr seien wieder auf Floss. Floss. Zurück zu Floss, bitte. Bitte macht mehr Floss und weniger Stadtlauf. Ja. So, hier vielleicht lang? Keine Ahnung. Storage. Die andere Richtung halt. Storage, Plantation. Können wir da schon rein? Ja. Warte doch einfach, ich stehe doch da vorne. Ja, ich habe doch schon als erstes. Keiner zeigt vor dir den Content, keine Angst. Alter, wie du immer gleich auf so eine Schiene gehst. Weißt du, ist immer deine Taktik dann. Wo bist du hin? Oh, ich dachte, du wärst schon drin. Nein, ich dachte, ich hätte dich irgendwie verloren. Glück gehabt. Hier oben sind, by the way, Sachen. Essen. Ah, hier müssen wir die einsetzen. Ah, ja. Ach, jetzt kannst du hier koordinieren. Ich bin unten, du bist oben. Okay, Nee, warte mal. Kannst du mich hochheben? Ja, wir müssen ja beide durch am Ende, oder nicht? Nee, wenn du drin bist. Ich glaube, einer muss durch, oder? Ich weiß es nicht. Ja, bringt aber nichts. Du kannst da oben nicht. Nee, du musst es halt so machen, dass du durchkommst. Ja, hier ist jetzt drei. Aber sie haben oben so Klebedinger drauf gemacht. Das ist besser jetzt, ne? Das war ja richtig ekelhaft. Kann man die drehen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja gut, aber dann... Ach Gott, ey, da musst du ja jetzt hier... Da musst du ja den nehmen und da... Ja, du musst uns jetzt hier so eine schöne kleine Bahn zaubern. Also guck mal, eigentlich müsste ich doch jetzt auch durch die Lücke. Ja, müsste eigentlich gehen. Ach, da... Oh, hier stehe ich frei, jetzt bin ich hier. Jetzt bist du da, aber bringt mir gerade nichts. Alter, das haben sie jetzt aber kacke hier... Sind da noch mehr Container als früher? Ich weiß es nicht, aber wir haben auch damals, glaube ich, eine Folge gebraucht dafür. Boah, das ist doch kacke. Also ein klassisches Schieberätsel. Warum sehe ich jetzt den roten Punkt nicht mehr? Ah, muss jetzt alle irgendwie so rausarbeiten. Boah, das wird richtig lange dauern. Das wird richtig, richtig lange dauern. Siehst du den roten Punkt wieder? Ich sehe ihn. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt aber nicht mehr. Ja. Jetzt aber wieder. Aber du kannst dann auch gar nicht... Ach du Kacke, ne. Ey, das ist ja scheiße jetzt. Das ist wild, ja. Aber jetzt ist da ja sowieso schon verstopft. Das heißt, da musst du eh erstmal alles rauswühlen. Ja, du musst alles quasi rauswühlen. Und wir brauchen halt noch eins da... Obwohl, eins kann man ja hochheben rein, theoretisch, ne? Ja, nee, kannst aber nicht drunter her, oder? Weiß ich nicht, können wir mal testen. Heb mal das eine hoch, da in der zweiten Reihe, das rote. Kannst hier eins hochkommen. Nee. Ist natürlich clever gemacht, nee. Sag ich ja, das ist doch scheiße, ist es doch. Wie willst du denn da jetzt? Du musst ja alles wegheben, einzeln, immer wieder. Ja, klar. Du musst jetzt quasi so ein... Du musst das Mittelstück mal nach unten irgendwie befördern. Man muss jetzt so eine Kette machen. Da du sie nicht drehen kannst, ne? Jetzt kommst du theoretisch da rein, aber... Ach, ey, nee, ist jetzt zum Kotzen. Ja, richtig ätzend. Warte mal. So. Kann natürlich von hier auch noch so ein bisschen aufwühlen, ne? Aber das bringt dich dann auch halt nicht viel weiter. Jetzt ist das wieder zu. Ja, guck mal, hier in der Mitte komme ich ja eh nicht in die vierte Reihe. Na, es wird eine ganze Weile dauern, bis wir das haben. Weil es halt auch viel Wühlarbeit ist. Die Steuerung ist auch so kacke.
Wallhack activated und durchlaufen. Oh, ich sehe gerade, ich verdurste und verhungere beim Zugucken. So, ich bin wieder ein wenig gestärkt. So eine schöne heiße Kartoffel mir in den Mund drücken. Oh Gott, Jetzt kriegst du den einfach auch nicht mehr weg. Ne, es ist so... Jetzt komme ich hier gerade durch. So, dann komme ich hier durch. Jetzt kannst du ja eins runterschieben, das Ding da oben. Den muss ich wegschieben. Na, meine ich ja. Oh, jetzt bin ich hier in der Reihe 3. Jetzt kannst du das Mittelding da noch reinschieben. Und dann könntest du den anderen unten wieder bewegen. Das sind blau und eins hoch. Ja. Den blauen eins hoch. Oder vielleicht den hier erstmal weg. Dann den eins runter. Wenn du es so tauschst, weißt du, so eine Runde machst, dass das Graue... Nee, das ist ja so gedreht, Mist. Das Graue ist... warte, geht aber, glaube ich, trotzdem mit dem anderen müsste es dann... Warte mal, Das Problem ist, ich muss ja auch höher. Wieso musst du höher? Weil da nicht die Tür ist in der Reihe jetzt vom Blauen. Sondern ich muss ja, eine Reihe drüber. Aber wenn ich den einen... den jetzt hier runter hole. Ne, dann ist die Tür da oben zu. Das meine ich ja, ja. Warte, Du bräuchtest, den kannst du jetzt eins runterziehen, da bräuchtest du aber so ein, nee, da bräuchte das da unten. Ich wollte eigentlich den hier wollte ich eigentlich vor die Tür setzen. Dass du dann von der Seite reinkommst, wenn der da wenn ich den irgendwie freigeräumt kriege. So. Ja, aber ich komme ja nicht in den rein. Das Blaue verbindet sich ja nicht mit dem Grauen. Und das Graue soll ja auch vor die Tür. Warte mal. Nee. Das Rätsel war echt... Also, die Kuppel hatte eh sehr viele Dinge, wo man sich denkt, uff. In der Kuppel waren sehr viele Uff-Momente mit drin. Das kannst du das eine eins rüberschieben, dann bin ich in der zweiten Reihe. Jetzt den anderen eins hoch und da muss dann nochmal eine Lücke entstehen. Genau, das war ja mein Plan. Das sitzt dann hier und jetzt mache ich neben der Tür halt die Lücke. Dann geht's, oder nicht? Müsste gehen. Ich probier's. Eigentlich müsste es durch gehen. Ja. Nice. Und da war hier Wasserrohre. Genau, und damit haben wir dann irgendwie alles beflüssigt und dann ist es voll eskaliert damals. Ja, aber haben wir nicht schon Rohre? Wir haben Rohre für Benzin, aber nicht für Wasser. Achso. Boah, da gab es noch diese Schocker-Roboter. Kannst du dich erinnern? Ja, stimmt. Schocker-Botter. Schocker-Bots. Joker-Bots. Joker-Bots. Der Roboter hat mich in den Schlaf gewirkt. Ich bin ganz lieblich eingeschlafen, dank meinem Chokebot. Wow, er wusste genau, sobald ich lila werde, sollte er aufhören. Oh, Water. Ich kann es nicht aufhalten. Achso, musst du jetzt denn nicht warten, bis wir da hochschwimmen können oder so?
Naja, da gab's doch dann aber unten noch dieses Elektro-Ding, wo man dann auf diesen Plattformen hin und her jumpen musste. Kannst du dich an das auch erinnern? Ja. Das war aber bei... Aber hier ist Surface Access, also müssen wir jetzt erstmal warten, bis das voll ist. Ich habe unter Wasser einen Smoothie getrunken. Ja, das ist gut. Das muss, unter Wasser Smoothie trinken und essen. Geht's hier hoch? Nee. Nee, nee. Nee. Das ist einfach nur irgendeine Luke. Das ist der Oxygen Gap. Hier kannst du nochmal, glaube ich, gappen da oben. Hier kannst du gappen, ja. Klein Air Gap. Klein Air Gap. For him and her. For the man and the woman. For the man and the woman. Ja, aber wo lang jetzt nochmal? Das ist hier Cafeteria und da genau, war doch was, oder da nicht? Da konntest du nochmal hoch, dann glaube ich, oder? Nee, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass wir. Nee, das war so eine Art Gewächshaus. Wo ja, wir waren gut, damals. Das Gewächshaus wird doch da auch angezeigt auf der. Da waren doch diese komischen Käfer noch. Wo stimmt. Die Beete sind und so, ja, ja. Was da hinten? Storage? Nee, Generator Area. Hier so oben ist nochmal Luft. Ich brauche Luft. In der Cafeteria. Die alte Cafeteria. Plantagen ja, sind Plantagen. Hier. Rain Controls. Plantagen. Moment, sind wir wieder hier? Ja, aber Plantagen kamen wir, weil die Brücke, die Leiter hier kaputt ist. Kommen wir jetzt erst hin. Welche Leiter? Wo, hä? Wo bist du? Oben raus. Ach so. Da oben. Stimmt, stimmt, stimmt. I remember. Screaming upstairs. After the captain opened fire on the rafters, the riots broke out. War die Abkürzung, damit wir schneller wieder zurückkommen? Wie, hier geradeaus oder? Nee, auf der anderen Seite. Hier ist, hier geht's weiter. Ja, die hat dann irgend so eine Seuche oder so, deswegen sind die doch, glaube ich, verreckt. Ja, ja, genau. Uff. Ja, und damit können wir dann irgendwann mal alles bewässern. Hier gibt es auch Seuchenbeeren. Und Bananas. Seuchnanas. Au! Klebeband. Okay, wir brauchen 3 Klebeband hier drüben. Stimmt, Klebeband finden, ja, ja. Das Jute. Hab hier das letzte. Hast du schon 3 gefunden? Ja. Kannst du so einen Generator da drüben. Der Banana Man. Oh, schnell da rein. Ah, Banana Smoothies. Ich habe jetzt schon Bananen mitgenommen für uns Samen. Na, ich hack da auch nochmal rein. Man kann ja quasi nie genug haben, ne? Nee, Samen und so ist immer gut. Brauchen wir wieder Klebeband, gell? Oder irgendwas? Irgendwas braucht man immer. Things have gone quiet. Security team still going patrols in their ridiculous golf carts, trying to keep some semblance of order. I heard the raft. Ja, hier drüben ein Abpumpgenerator oder sowas, ne? Oh, ja, Klebeband 3 Stück. Was, die Butlerbots? Die Butlerbots. Baklava-Bots. Baklava-Boots. Nee, da geht's nicht weiter, ne? Nee, noch nicht. Warum nennt man so eine Stadt eigentlich Tangara? Also, warum nennt man die nach einer Kordel, die durch die Po-Ritze gezogen wird? Piu! Ei! Ei, Papi! Ei, Papi! Ja, deswegen nennt man die Stadt so. Ei, Papi! Tangaritz, ja, so heißt unsere Stadt. Tangaritz. Woher kommen Sie aus Tangaritz? Ah. Endlich die Geistindustrie. Ja, und hier ist ja, gefunden. Genau, da sieht, so sieht Onkel Greis aus, by the way. How someone his age was able to reconstruct an engine like that? I'll never know.
Now we've got the boat working. We'll be gathering up a few more working? Survivors before we head off. The rafters either. Komische Leute hier. Ach, guck mal hier. Da, ach, das waren die Rampen. Damit wir halt schneller zurückkommen wegen Speichern und so auch. Ja, kannst du runtersliden. Ich geh erstmal Rampen öffnen, glaube ich. Remember the place we heard about? The sanctuary? We'll meet there. Oh no, da sind sie, die Butler-Bots. Ey, die sehen anders aus. Butliger. Nicht Butliger? Jetzt 9% Butliger. Ey, die sind stronger. Ah, krass, der hat dann eine Butler-Card. Man kann ja die Bäume fällen? Also spezielle Bäume für spezielle Dinge? Nee, die geben nur Holz, glaube ich. Aber du kannst ja mal einen fällen. Ich glaube, ich habe meine Axt aus Versehen weggeschmissen. Nee, da ist sie. Ich habe die Butler-Card gefunden. Ich habe die Gold. Ja, die geben Planken und Palmenblätter. Ich glaube, damals diese, die Buckler Gold. Die Buckler Gold. Oh. Okay, ich kann hier in die 6. Ich bin so ein Wolkenkratzer drin. Ich glaube, damals, die Bäume, die wir da hatten, das war Mod. Ich glaube, das war nicht offiziell. Birken? Ja, ich glaube, es war Mod. Doch, Birken gibt's. Echt? Bist du sicher? Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt Birken. Ich glaube, es gibt nur Birken in Mods. Birte? Ich habe seit 20 Jahren niemanden mehr getroffen, der Birte heißt. Hier war ein Baklava-Händler in dem Haus. Oh, ich liebe Baklava, ist so lecker. Ja, aber kriegst du auch richtig Sodbrennen. Richtig Pistazie und Honigwasser und... Oh, ey. Pistazie ist eh geil, ne? Pistazie ist geil, ja. Pistazie ist der Freund aller Münder. Ja, also du hast eine fiese Nussallergie, dann nicht. Auch dann schmeckt's noch gut, aber... Es schmeckt, aber es tötet dich auch langsam. Wie eigentlich alles, was lecker ist. Schnell. Werden sie nicht sterben, wenn sie da reinbeißen? Ja, aber es schmeckt. Aber ich liebe den Genuss. Oh, guck mal hier. Klepperband. Ich habe ein Klepperband gefunden. Oh, noch ein Klepperband. Und eine Muschelbadewanne hier oben. Eine Muschelwanne? Eine Muschelwanne. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich schwimme jetzt erstmal rüber aufs Boot und lege ein paar Sachen ab. Die Folge ist schon wieder rum. Badabum. Bing, bong. Na, ich gehe nochmal hier durchs Haus. Hier ist jetzt nicht so viel los. Ah, nochmal ein Klepperband. Ja, ich will halt nur mein Dings freikriegen. Ah, hier eine Mark. Am Mark 50. Mein Inventar ein bisschen frei machen. Die waren doch auch noch wichtig, oder? Für diesen Verkaufsautomat. Musste man da nicht irgendwas Besonderes raus? Ich weiß nicht, man konnte auch Sachen rausziehen. Aber ich weiß nicht, ob es nur Dekokram ist. So. Okay. Na gut, machen wir Feierabend. Na gut, ne? Das ist jetzt fertig, du, ne? Na gut, ne? Na gut, ne? Ein Papierstapel. Vorher konnten wir kein Papier stapeln. Es war impossible. Wir wussten nicht, diese Technologie, wie man Papier aufeinander legt, ist verloren gegangen. Als wir das erlernten, waren wir kurz vorm Aquädukt. Ich wollte Aquädukt bauen, aber ging nicht, weil keiner wusste, wie Papierstapel geht. Wollte bauen, aber leider, wir haben Technik verloren. Konnte nicht stapeln, Fotokopierer. Was, Rover abgestürzt? Weil kein Papierstapel möglich. Ist Rover gecrashed. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, was man eben so macht. Wenn man gute Haus, wie nennt man das, gute Kinderstube hat. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschö!